Wisst ihr, dass die Aubergine gerne als Emoji genutzt wird für die eine Sache? Ihr wisst schon, oder? Und eine Aubergine ist ein... Wo sind die Auberginen? Kommt vielleicht auch drauf an, wie jung ihr seid. Und ich weiß, dass meine Zuschauerschaft meistens mehr ins Ältere tendiert, noch älter als ich. Und selbst ich, Jungspund, habe mich auch mal gefragt, warum die Leute so ein Aubergine-Emoji nutzen. Aber darum soll es ja heute auch nicht gehen. Wir schauen uns doch dann lieber mal indisches Kulturerbe an. Ehren wir unsere Schwestern und Brüder aus dem fernen Osten, die uns neben den wunderbaren Bollywood-Filmen auch mit wunderbaren Gemüsesorten bereichern. Was sagt ihr dazu? Ich habe dieses Video angefangen und ich werde es hier auch beenden. Und so respektvoll wie Deutsche auch sind, schaut ihr euch dieses Video auch bis zum Ende an. Aber komm mal runter. Komm runter! Denn dann könnt ihr wieder bei euch im Umfeld wieder rummeckern, was für ein fürchterliches Video euch wieder angeschaut habt, welch qualvolle und zeitverschwendete Minuten ihr schon wieder habt. Das ist doch euer Lebenselixier. Also haben wir das auch geklärt. Kapitel 1 Saatgut. Kennt ihr auch den Spruch noch von der Schule? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ist ja auch hier in der Vorhandzucht am besten, denn da sollte man schon auf die Sortenbeschreibung gucken, ob die Aubergine vielleicht eine Balkonaubergine ist, einen kleineren Wuchs hat, einen größeren Wuchs, vielleicht buschig wird, welche Form hat die Frucht, wie groß werden die Früchte, weil je größer die Früchte sind, desto mehr Last muss die Pflanze tragen. Die Pflanze ist dann doch ein bisschen zierlicher, vielleicht muss ich den ja auch stützen. Auberginen-Saatgut ist gut 4 bis 5 Jahre keimfähig. Ich würde sagen Minimum. Bevor du die Samen in die Erde steckst, kannst du die Keimfähigkeit nochmal zusätzlich erhöhen, indem du die halt in Wasser für 24 Stunden zum Beispiel einweichst und sie dann in die Erde mit ausbringst. Du hast jetzt im Internet recherchiert, welche viele verschiedenen Auberginensorten es gibt und du hast dir jetzt da eine rausgesucht. Zum Beispiel die Black Beauty, die hast du dann bestellt, geholt und gekauft und jetzt hast du jedes Saatgut. Was? Und jetzt stellst du dir die Frage, Kapitel 2, wann mit der Vorhandzucht beginnen? Genau wie auch bei den Paprikas ist auch hier die Vorhandzucht ein bisschen umstritten. Manche fangen 2 Monate vor den letzten Frösten an. Also das heißt, wenn wir bei uns in Deutschland 15. Mai so als Richtwert haben, wo dann keine Fröste mehr zu erwarten sind, fangen halt viele so Anfang März mit der Vorhandzucht von den Auberginen an. Wenn du dann so einer bist wie ich, der fängt dann gerne mit der Auberginenvorhandzucht schon im Januar und im Februar an. Einfach aus dem Grund, ich habe Gewächshäuser, da kommen dann die Pflanzen meist schon im April rein und ich möchte auch Pflanzen verkaufen. Das heißt, die Leute wollen schon große Pflanzen haben und das auch schon im April. Dementsprechend große Pflanzen auch haben, um wettbewerbsfähig zu sein. Zusätzlich verlängere ich auch hier die Saison, das heißt, ich kann schon früher ernten und hinten raus wird es dann auch nochmal von der Ernte her viel besser. Vor allem, weil die Aubergine auch eine sehr lange Kulturzeit hat und dann kann es ein Problem kommen, wenn du halt einen verregneten Sommer hast oder etwas Ungünstiges passiert. Unerwartetes und dann kann es ja dann sein, dass du dann eventuell keine Früchte mehr für eine Saatgutgewinnung hast oder keine schönen Früchte mehr und das ist dann doch ziemlich ärgerlich. Also nochmal zusammengefasst, gute Zeitpunkte für die meisten sind so Mitte Februar bis Mitte März. Kapitel 3 Vorhandzucht. Hast du einen Termin vom Amt geholt für deine Anzuchtgenehmigung? Nein? Na dann schnell mal los, sonst stehst du noch in der Schlange und wartest noch jahrelang, damit du endlich mit der Vorhandzucht beginnen kannst. Ihnen einen Platz in einer Reisegruppe anbieten. Am 10. November 1990. Am 10. November 1990? Aber das ist ja in 15 Jahren. Das ist ja fantastisch. So schnell. Unverschämtheit. Dann macht er denselben unlustigen Witz nochmal in dem Video. Was für ein NPC. Die Aubergine kommt aus dem tropischen Raum. Und genau wie bei den Chilis und Paprikas würde ich auch hier eine Keimtemperatur von gut 25 bis 30 Grad empfehlen. Tun viele dann damit gewährleisten, indem sie zum Beispiel Heizmatten nutzen, um halt hier das künstlich aufzuwärmen. Zusätzlich kontrollieren noch sehr viele die Keimfähigkeit von ihrem Saatgut mit einem Keimtest. Das heißt, sie nehmen halt dann das Saatgut, tun es in einem feuchten Küchenpapier einwickeln, tun das dann zum Beispiel in einen Gefrierbeutel rein und eventuell auf eine Heizung oder einen warmen Ort und gucken dann nach
einigen Tagen oder nach einer Woche, ob das Saatgut auch keimt. Sieht dann, wenn so sich kleine Schwänzchen bilden. Und dann könntest du die zum Beispiel theoretisch gleich in separate Töpfe reintun. Würdest du zum Beispiel auch das Pikieren sparen. Wird auch dementsprechend große Töpfe nutzen. 8x8x8, 9x9x9 oder so ein Durchmesser von gut 10 cm. Ich zum Beispiel mache es so, dass ich halt ziemlich großzügig in Schalen aussehe. Und da kommen sie dann auch recht zügig nach einigen Tagen bis hin zu einer Woche. Aber immer im Hinterkopf haben, auch Auberginensamen können ziemlich zickig sein, wo es halt von wenigen Tagen bis hin zu einem Monat sein kann, dass die Pflanzen keimen können. Bei meinen Verfahren, wenn ich die alle ziemlich großzügig in der Schale aussehe, muss ich dann auch mal zusätzlich pikieren, wo man auch etwas sacht und vorsichtig sein sollte. Und dann kommen sie halt erst bei mir in diese größeren Töpfe, wo ich halt dann auch für die Voranzucht meine eigene Anzuchterde nutze. Auch wie bei den anderen Videos schon gesagt, eigene Anzuchterde nehme ich aus meiner eigenen Komposterde, die halt hier viel verschiedenes organisches Material hat. Achte auch hier auf die Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Pflanzenkohle ist mit drin, ein bisschen Holzreste sind auch mit drin, damit das Bodenleben noch zusätzlich Futter hat. Mikroorganismen auch die Pflanzen mit beim Wachstum unterstützen können. Kannst du deine eigene Anzuchterde selbst herstellen mit zum Beispiel Gartenerde, ein Drittel Komposterde, ein Drittel und auch ein bisschen Sand, ein Drittel. Die frisch pikierten Auberginen kommen dann in Untersetzerplatten, wo ich sie dann auch hier gut von unten gießen kann und sie werden dann in den Töpfen, bis sie rausgesetzt werden, ihre Zeit verbringen. Es kann dir auch passieren, dass die Auberginen bereits in den Topf anfangen, Blüten anzusetzen. Die würde ich im jungen Stadium auch, wenn du sie dann schon ins Freiland raussetzt, die ersten entfernen, damit halt hier die ganze Kraft mehr in das Wachstum der Pflanze reingeht, damit sie hier größer wird und dann auch hier mehr blühen kann und auch viel größere und schönere Früchte bilden kann. Raussetzen tue ich die Pflanzen erst bei einer Bodentemperatur von gut 15 Grad, damit die hier keinen Kälteschock bekommen und dadurch in einen Wachstumsstopp geraten. Das ist dann doch ziemlich verheerend und kann ja auch die gewonnene Zeit in der Voranzucht auch kaputt machen. Auch diese tropischen Kollegen brauchen einen durchlässigen, lebendigen und nährstoffreichen Boden, den du unter anderem damit herstellen kannst, indem du deinen Boden mulchst. Da wird auch hier nochmal zusätzlich Wasser gesichert und gespart, der Pflanze auch zugute kommt, weil es halt nicht von der Sonne verdunstet wird. Kannst hier Pflanzenkohle, Mist, Kompost und verschiedenes anderes organisches Material mit einarbeiten. Aber ein bisschen Urgesteinsmehl geht auch, einfach um die Vielfalt zu gewährleisten, damit du auch das Bodenleben fütterst und das Bodenleben dann hier die Pflanze füttert. So etablierst du mit den Jahren guten Dauerhumus und dann musst du auch die Pflanze nicht mehr zusätzlich düngen und ein optimaler pH-Wert von 6 bis 7 ist für die Pflanze ideal. Selbstverständlich braucht sie auch viel Sonne und auch gut Wärme. Von daher ist es auch sehr zu empfehlen, sie in einem Gewächshaus anzubauen. Oder eine meiner anderen Lieblingsanbaumethoden ist wirklich in einem Topf oder in einem größeren Eimer, weil dann hier auch von außen die Sonne drauf scheinen kann, dadurch sich der Wurzelraum auch viel besser erwärmen kann und die Pflanze auch von dieser zusätzlichen Wärme profitieren kann. Hochbeet geht auch wunderbar, das gleiche Prinzip, erhöhter Anbau. Hügelbeet auch ganz oben, vielleicht an oberster Stelle, wo auch mehr Wärme drauf kommt und dann zum Schluss halt direkt ins Freiland. Du kannst auch mit Wärmespeicher arbeiten, beispielsweise mit Dachziegeln, die sich halt über den Tag hinweg mit Wärme aufladen von der Sonne und die dann über die Nacht langsam abgeben. Den Pflanzabstand für dich genauso wie bei den Paprikas wählen, innerhalb der Reihen gut 40 bis 50 cm, zwischen den Reihen gut 60 cm. Hast du einen Maßstab dabei, damit wir alles punktgenau wie Deutsche ausmessen können? Diese Akkuratese müssen wir beibehalten. Die gewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugepackt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Ja. Also die 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hier, ja. Kapitel 5 Pflegetipps. Schau bei den Auberginen, dass sie eine ordentliche Wasserzufuhr bekommen. Die bilden ziemlich große Blätter. Das heißt, dass hier eine sehr hohe Verdunstung auch über die Blätter dadurch stattfindet. Das heißt, sie brauchen auch hier eine gute Wasserversorgung, damit sie auch gut wachsen können. Das heißt, schau, dass dein Boden auch regelmäßig befeuchtet ist, aber nicht zu nass aufgrund der Wurzelfäulnis, die dann dadurch entstehen kann. Aber das kannst du vielleicht mit OLAS gewährleisten, damit du auch hier tiefgründiger gießt, damit die Wurzeln auch dementsprechend dem Wasser folgen und tiefer werden, um halt weiter noch Wurzeln
Wasser zu erschließen. Wenn die noch mit Symbiose mit den Pilzen gehen, werden die Wurzeln nochmal zusätzlich erweitert, werden sie auch nochmal resilienter gegenüber Trockenheit. Oder du kannst auch, wenn du ein Gewächshaus eine Tropfbewässerung hast, vielleicht sogar im Freiland, kannst du das auch nutzen, damit deine Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Entferne auch regelmäßig konkurrierendes Beikraut. Wenn deine Aubergine recht klein ist und schon Blüten ansetzt, habe ich ja schon erwähnt, ich würde die Blüten am Anfang noch entfernen, damit die Pflanze mehr ihr Kraft ins Wachstum reinstecken kann. Und du wirst dann auch bald merken, dass die Aubergine aus sich, genau wie die Paprikas und Chilis, dann auch wild verzweigen wird, wird dann ziemlich buschig. Und da würde ich dann auch anfangen, die Aubergine etwas auszugeizen, um halt auch hier eine Übersichtlichkeit über die Pflanze zu bekommen, dass sie auch besser durchlüftet ist, vielleicht die nicht so schnell Schimmel und andere Pilzkrankheiten auftreten können. Und wenn du das halt dann auch machst, dann kann es auch passieren, dass deine Pflanzen dann in die Höhe wächst. Ganz normal, dann würde ich auch hier zum Beispiel Wachstumshilfen mit einsetzen, wie zum Beispiel mit Pflanzstäben oder wenn du halt dann die Möglichkeiten hast, eventuell auch mit Tomatenhaken arbeiten. Aber da gibt es eine Gruppe von Auberginensorten, die ich da ausschließen möchte. Es gibt dann hier Auberginen, die halt dann so mehr für den Balkon geeignet sind, die bringen dann unter anderem sehr kleine Früchte und davon halt dann sehr viele sind dann wie ein kleiner Busch. Also auch hier wieder auf die Sortenbeschreibung achten, weil die halt dann eine unterschiedliche Pflege bedürfen. Wenn du deine Aubergine in einem Topf anbaust, ist halt ein eingeschränkter Raum. Das heißt, dann würde ich auch hier erstens mulchen und ich würde auch noch zusätzlichen Flüssigdünger nutzen, den ich zum Beispiel selber herstelle, eventuell eigene effektive Mikroorganismen gießen oder ich nehme einfach meine Küchenreste, gebe denen einen Mixer, bisschen Wasser mit dazu, sieb dann das ganze feste Zeug raus, dann habe ich einen Flüssigdünger und tue dann hier damit meine Pflanze gießen. Du kannst auch einen Bokashi-Saft nehmen oder einen Komposttee. Es kann auch durchaus passieren, wenn du eine Auberginensorte hast, die recht große Früchte bildet, dass vielleicht der Trieb diese Frucht nicht ganz gut halten kann und eventuell abbrechen könnte, dass du auch hier schaust, dass dieser Trieb auch irgendwie stabilisiert wird. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, dein eigenes Saatgut zu nehmen, dann schau auch darauf, dass die Frucht so lange wie möglich an der Pflanze hängt. Die Frucht wird dann, geht dann so mehr ins Gelbliche und auch ins Bräunliche, bekommt dann auch so eine schwammige Konsistenz und daraus kannst du dann schön viel Saatgut ernten. Und immer das Saatgut von schönen und großen Früchten am besten nehmen, damit du auch hier diese Selektion weitergibst. Genau, was du nicht weitergeben solltest, sind Kapitel 6, Krankheiten und Schädlinge. Ja, auch bei der Aubergine gibt es viele verschiedene Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel die Blattflächenkrankheit. Das kann passieren, wenn die Aubergine zu viel Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die Aubergine mag nicht so gerne hohe Luftfeuchtigkeiten, mehr so im Bereich 50-60%, anders wie zum Beispiel bei der Paprika, die da weitaus höher angesiedelt ist. Ja, wenn es mal zu den Pilzerkrankungen kommt, erstens schau, dass deine Pflanze irgendwie weg von diesem feuchten, eventuell auch kalten Klima kommt, dass du hier Maßnahmen triffst und dann kannst du auch die Pilze mit zum Beispiel einer Natronlauge bekämpfen. Hier ein bis zwei Esslöffel auf 1 Liter, effektive Mikroorganismen 1 zu 10 auf 1 Liter Wasser oder auch Rohmilch, gleiche Prozedur 1 bis 10, weil du hier Milchsäurebakterien hast, die dir dabei unterstützen können, natürliches Gleichgewicht herzustellen. Es kann auch durchaus passieren, dass da ein paar Schädlinge kommen, die auch gerne an eine Auberginenpflanze wollen, beispielsweise Blattläuse, die du auch mit vielen verschiedenen Hilfsmitteln angehen kannst, zum Beispiel mit Nemmöl, mit gewissen Jauchen, manche nutzen sogar Schmierseife. Es gibt hier viele verschiedene Hausmittel, die man bei den Blattläusen nutzen kann. Mein Favorit ist dann der Marienkäfer, das heißt Nützlinge fördern, die dann die Arbeit für einen übernehmen. Dann gibt es auch noch Spinnenmilben, die kommen dann meistens unter anderem im Gewächshaus vor, wenn es halt eine sehr trockene Umgebung kommt. Und da kannst du auch hier zum Beispiel die versuchen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, damit du unter anderem sowas wie die Galarmücke ansiedeln kannst, die dann die Spinnenmilben entfernt. Oder du nutzt dann Raubmilben, die du dir vielleicht auch im Internet holen kannst, wenn es dann, ja, um halt hier dann zusätzlich die Nützlinge anzusiedeln. Oder du tust es halt auf dem natürlichen Wege und tust halt hier viele verschiedene Blühpflanzen bei dir im Feld oder im Garten an. Pflanzen, damit auch hier die Insekten einen Grund haben, zu dir zu kommen. Auch die weiße Fliege oder auch der Kartoffelkäfer können unter anderem mal deine Pflanzen besuchen. Besonders beim Kartoffelkäfer,
dass die auch mal neben den Kartoffeln auch bei den Auberginen ranknabbern. Ist auch immer sehr schön zu beobachten. Aber so bei der weißen Fliege ist es dann sehr wichtig, auf Mischkulturen zu setzen. Da kommen wir gleich dazu. Und bei dem Kartoffelkäfer oder auch bei den anderen Pilzkrankheiten sehr wichtig, halt einen fruchtbaren Boden aufzubauen, weil dann die Pflanze kräftig ist, mit allem versorgt ist und dann meist eher die schwachen Pflanzen von der natürlichen Selektion, den Schädlingen, heimgesucht wird, damit halt das Schwache ausgesiebt wird. I say, I seem to have sewn a shoe to my hand. May I go to the nurse? Replace him! Um die Starken sich weiter fortbilden können. Das heißt, es ist eigentlich sehr wichtig, in der Permakultur gute, fruchtbare Böden aufzubauen, um halt starke, kräftige Pflanzen zu haben, die man dann nicht die ganze Zeit hegen und pflegen muss. Und neben dem Bodenaufbau ist es vielleicht auch sehr zu empfehlen, vielleicht nicht unbedingt die Auberginen neben anderen Nachschachten-Gewächskollegen anzubauen, wie zum Beispiel die Tomate, Kartoffel oder die Paprika, weil sie hat die ähnlichen Krankheiten und Schädlinge teilt. Dann kommen wir zu einer Methode, wo wir sehr gut Krankheiten und Schädlinge vorbeugen können. Kapitel 8, Mischkultur. Gute Nachbarn für die Auberginen sind zum Beispiel Bohnen, Salat, Erbsen, Ringelblumen, die hat hier auch andere Insekten anlocken können, Tagetes, die auch hier wieder mit ihren Blüten viele verschiedene Insekten anlocken können und auch unterirdisch hier mit ihren Wurzelsekreten schädliche Nematoden abhalten können, Basilikum und auch Knoblauch, die mit ihren ätherischen Ölen auch Pilzkrankheiten abwehren können, Thymian und Estragon. Schlechte Nachbarn, habe ich ja schon erwähnt, für die Auberginen sind die ganzen Nachtschattengewächse, rote Beete, Kürbis, Zucchini, Gurke, Himbeere und Sonnenblumen. Konzentriere dich lieber auf die guten Nachbarschaften und förder diese, damit deine Pflanze auch gut profitiert, sie weniger Krankheiten und Schädlinge bekommt. Und zum Abschluss, nach der Saison, weil wir halt die Auberginen nur bis zu einem gewissen Zeitraum kultivieren, meist über den Sommer, wir haben noch die andere Hälfte. Kapitel 9, die Nachkultur. Wie auch bei den Paprikas kannst du auch hier Kulturen setzen, wie zum Beispiel schnell wachsende Radieschen, Salate für den Herbst oder auch für den Winter, wenn du sie halt im Gewächshaus anbaust, also Winter-Treibhaussalate, Feldsalat, Portulak, verschiedene Kohlsorten, Gründünger wie zum Beispiel Senf oder auch Facilia, um mal auch den Boden über den Winter durchwurzeln zu lassen. Hier ein Lebendmulch auch hast, um ihn vor Frost zu schützen. Und du kannst auch hier deine Bakterien und Pilze über den Winter zusätzlich weiterhin füttern lassen von den Pflanzen, damit die auch hier besser überleben können, indem sie den Zucker von der Photosynthese bekommen und Zucker ja auch Kohlenstoff ist. Das heißt, du bindest auch den Kohlenstoff im Boden. Das heißt, es ist auch wieder gut fürs Klima. Also bin ich Klimaaktivist. Der wahre Klimaaktivist, der klebt sich nicht auf die Straße, der ist auf den Feldern und arbeitet und baut Obst und Gemüse an. Am Mittwoch protestierten Anhänger der Gruppe Letzte Generation in Mannheim. Dazu blockierten sie eine Straße und störten so den Verkehr. Offenkundig zu viel für einen Autofahrer. Der Mann attackierte die Störer heftig mit Tritten und Schlägen. Und das sollten wir doch fördern. Junge Leute, die sich mehr mit der Natur beschäftigen können. Du kannst mich auch unter anderem damit unterstützen, wenn du dir dieses Video einen Daumen nach oben gibst, gerne auch unten in die Kommentare schreibst, welche Erfahrung du mit dem Auberginenanbau hast und auch gerne diese zwei spannenden Videos anschaust. Sehr zu empfehlen, schau sie dir doch gerne an.